Ja, diesmal werde ich bleiben. Für immer. Diesmal für immer. Bis zum Tode. Richard, mit ein wenig mehr Ordnung wäre das Leben doch viel einfacher. Das Leben und die Arbeit. Ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern. An nichts. Wenn du wieder da bist, ist die ganze übrige Welt untergegangen. Und die Arbeit? Wozu denn arbeiten? Solange du da bist. Damit ich da bleibe, Richard. Damit ich da bleibe, sagte ich, ihm müsse er arbeiten, damit ich da bleiben darf. Denn die Sünde, in der ich seit Jahren lebe und nun weiterleben will und muss, meine Trennung von Hans, der Verrat an ihm und den Kindern, diese Sünde kann nur durch Richards Arbeit, seine Liebe, seine Musik wieder gut gemacht werden. Auf mich kommt es nicht mehr an in diesem Leben, sondern nur... Du bist mein Weltuntergang, hat er gesagt. Tiere, die Menschen, die Bäume sind alle eine einzige große Familie. Friedensfamilie. Und wie ist dein Hund damals? Robber. Er war groß und schwarz und ein Neufundländer wie Russ, aber er hieß Robber. Ein Kuss für Russ. Richard. Wir gründen hier alle eine Friedensfamilie. Die Hunde, die Kinder, die Vögel und die Mama. Niemand wird mehr weggelassen. Ich schwör's bei diesem wunderbaren Kakao. Mit Liebe oder mit Gewalt behalte ich euch alle hier. Das war mein Kakao, Onkel Richard. Und unser Papa, darf der dann auch hier wohnen? Ihr werdet eurem Papa schreiben und er wird euch Briefe schreiben und er wird euch auch besuchen. So oft er kann. Wann? Denn er soll ruhig sehen, was für eine glückliche Familie wir sind. Hier, Lusch, hier ist neuer Kakao. Und sag nicht gleich wieder, bitte sag nicht gleich wieder, dass wir gar keine glückliche Familie sein können, weil Mama und ich ja überhaupt noch nicht verheiratet sind. Denn, Lusch, jetzt hast du Isoldes Kakao ausgetrunken. Sind Kinder, deine Kinder. Aber sie reden wie die Bonzen des Kapitals. Mein Kakao, dein Kakao, sein Kakao. Wie kommt dieses Denken in Kinderköpfe? Mein Haus, mein Vater, mein Gott. Das halte ich nicht aus, ich nicht, Mann, verschone mich. Du träumst wieder, Daniela. Nein. Ich habe dich etwas gefragt. Wie hoch ist der? Popokatepetl. Ja, den Namen hast du dir nun endlich gemerkt. Also, wie hoch?
Sonst darf ich Lulu, ich habe dich gebeten, ganz besonders leise zu sein. Oder willst du Onkel Richard unbedingt beim Komponieren stören? Ich mag aber zu seinem Geburtstag meine Vögel nicht freilassen. Niemand wird dich dazu zwingen. Ich habe nur gesagt, dass wir Onkel Richard eine große Freude machen, wenn du alle deine Singvögel frei in den Frühling fliegen lässt. Und so hat er sie mir dann überhaupt geschenkt. Das sind doch meine Vögel. Ich glaube, niemand sollte einen Vogel besitzen. Dann möchte ich meinem Papa darüber schreiben. Du darfst immer deinem Vater schreiben. Nachher. Die Fragestunde ist noch nicht beendet. Also, wie hoch ist der... Ich wusste, dass du kommst, Richard. Ich habe mir sehr stark gewünscht, dass du kommst. Ich habe dich wieder fluchen gehört heute Nacht. Du hast mir heimlich zugehört beim Komponieren. Es war erbärmlich. Erbärmlich. Du bist zu spät zu mir gekommen, Cosima. 10 Jahre zu spät. Ich habe dich leider fluchen hören. Heute Nacht. Ich habe wieder einmal mein Glück verflucht, weil es 10 Jahre zu spät gekommen ist. Mir fehlt jede Lust zu arbeiten vor Glück. Du hast die Welt erlöst von Richard Wagner. Und die Welt wird sich dafür bedanken. Das hörst du nicht gern. Weil du nicht meinst, was du sagst. Das weißt du so genau. Ja. Mir fällt kein Ton mehr ein. Vor Glück. Vöglein flieget fort, gedenket mein am freien Ort. Zu mir kommt wieder, fällt Schnee. Hast du es hernieder? Ja, fällt Schnee hernieder. Noch einmal. Und bleibt dir fort, so lebet wohl. Encore une fois, Repetition. Zu mir kommt wieder fällt Schnee her. Sollte doch eine Überraschung für ihn werden. Ich sehe nichts. Du siehst doch immer nichts, weder mit noch ohne Fernrohr. Na also, ich sehe alles. Wie alles? Das Haus. Die Kinder. 3 Kinder. Und sie, die Baronin von Bülow. Und die Baronin ist in einem Zustand? Ja, tatsächlich, es ist also wirklich wahr. Fritz, sieh dir das bitte an. Wie lange leben die beiden denn hier zusammen? Wie lange? Du wirst von mir nicht erwarten, dass ich dich morgen früh in dieses Haus begleite, um die dort herrschenden Zustände zu billigen. Mir ist nicht klar, welche Zustände du meinst. Den Zustand der Baronin von Bülow. Ich vermute auch, dass dir der Umgang mit solchen Personen und Verhältnissen in deiner neuen Stellung als Professor eher schaden wird. Die Professoren, sagt Wagner, sind auf dem Baum der Erkenntnis herumkletternde Affen. Wie geistvoll. Und dieser Mensch schreibt so himmlische Musik. Nein, 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 das ist sehr wichtig, Elisabeth. Seine Musik ist irdisch. Sinnlich ist sie, seine Musik. Schläfst und redest.
Was redest du denn? Wenn du schon schläfst und wenn du schon redest, solltest du mit mir schwören. Komm, Cosima, schwöre. Schwör's. Ein fester Bog ist dieses Haus. Wir wehren uns ohne Waffen. Wer eindringt, der fliegt wieder raus. Wie wunderbar, Cosima. Wie wunderbar du mich verstehst. Wie schön du mir gehorchst, sobald du schläfst. Natürlich wusste er, Wagner, damals nicht, wer ich bin. Niemand kannte dieses Geheimnis, nicht einmal ich damals. Ich aber liebte ihn, Wagner, und liebte auch seine Musik. Ja, dieses Wort ist nicht so hoch gegriffen. Ich war ihm glücklich verfallen, damals sicher. Doch dann fand ich dort in seinem Haus am See an seiner Seite eine Frau. Die höchste Frau meines Lebens. Und mein erster guter Gedanke riet mir, kehr um, flieh. Mein zweiter Gedanke war dann leider bleiben, möglichst ewig und um jeden Preis, um sie, diese Frau, immer wieder und wieder und wieder zu sehen. Langsam, Professor. So. Jetzt vorsichtig. Ja, schön das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern. Entschuldigen Sie, meine Schwester hat mich zu diesem Gefährt, zu einer Ankunft über Wasser überredet. Das ist er, unser Freund aus Basel. Meine Führerin, sie hat mich aus dem Labyrinth des bürgerlichen Lebens geführt. In das Leben, in das Licht. Sie wollten uns doch Ihr Fräulein Schwester mitbringen. Ja, das tut mir leid. Es ist allerdings verhindert. Wirklich ein unerwarteter Besuch. Ja. Nun bin ich allein. Ich nannte sie heimlich Ariadne. Ariadne, die Frau, die den listigen Theseus aus dem Labyrinth des Ungeheuers Minotaurus führt. Hättest du dir so einen deutschen Professor vorgestellt? So jung? Er hat allerdings nur 7 Hörer. Seit letzten Donnerstag 8. Was meinen Sie, wie viele Menschen meinen Konzerten zuhören, ihr Leib und Seele wirklich ausliefern? 3 oder 4 unter 1000. Die übrige Herde schläft und döst, wenn auch mit unbeschreiblichem Genuss. Er sagt die Wahrheit. Leider. Wir sind mit unserer Kunst ganz und gar allein. Na, allein. Ganz und gar allein. Das ist schon wüst übertrieben. So sind die Frauen. Entweder sie übertreiben oder sie schweigen. Das Weib hat ein vollkommen anderes Verhältnis zur Sprache als wir. Ja, habt ihr überhaupt irgendein Verhältnis zur offenen menschlichen Rede? Theseus wird Ariadne bald verlassen. Doch ein Gott wird der Verlassenen erscheinen, wird sie erschrecken und trösten, um sich dann mit ihr, mit der Verlassenen, zu vermählen. Der Gott Dionysos. Sie ahnen gar nicht, wie lang und wie heftig Cosima, Frau von Bülow, reden kann, wenn sie nur will. Wie ein Davongejagter ist mein Herz. Aber was habe ich mehr zu wünschen als Richards Glück? Für ihn leide ich. Seine Freude ist die meine. Unser höchstes Lebensziel bleibt, gemeinsam sterben. Bis dahin kommt es auf mich nicht an.
Solange seine göttliche Arbeit und das Wohl der lieben Kinder. Danke, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Er isst kein Fleisch. Er hat ein Gelübde getan. Wie können Sie schonungslos denken, Nietzsche, wenn Sie immer nur Milch schlürfen und Gemüse knabbern? Ich empfinde es als eine Beleidigung. Meine Frau empfindet es auch als eine Beleidigung. Das hoffe ich nicht. Das hofft er nicht. Mein lieber Professor Nietzsche, jede Frau verachtet ihrem Wesen nach jede Art von Enthaltsamkeit. Jede, verstehen Sie? Cosima van Tutte, ich habe mich ergeben mit Herz und mit Hand. Sie liebten sich im 7. Jahr und immer noch war es wunderbar. Du bist sehr anziehend, wenn du so abweisend bist. Das spürt der Professor auch. Den sollten wir uns lieber warm halten, diesen jungen Freund unserer Kunst. Du hast unser Geheimnis verraten. Seit 7 Jahren hast du gesagt. In seiner Gegenwart. Seit 7 Jahren sollen wir uns... Ja, lieben. Was ist dabei? In seiner Gegenwart hast du es verraten. Es war und bleibt aber Ehebruch. Aber Nietzsche hat doch keine Ahnung, was damals vor 7 Jahren... Es war vor 5 Jahren. Nur 7 klingt doch viel schöner. Vor 5 Jahren, 5 Monaten und 21 Tagen. Ich zähle es nach, jeden Abend. Du also nicht. Zu lachen. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet, Hans und du? Cosimus! 5 Jahre. Schon 6. Lächerlich. Hans und du, ihr beide seht immer noch aus wie nur befreundet. Wie Geschwister. Zwei nervöse, ehrgeizige, keusche Engel. Der arme Hans. Der arme, ahnungslose Gatte Hans. Er wird dich verlieren. Bald. Irgendwann bald, sehr bald. An einen besseren als mich. Hoffe ich. Weinen Sie etwa? Weinen Sie. Ja, lachen Sie ruhig, lachen Sie ruhig. Ich lache ja auch, bin schließlich auch ein lächerlicher Mensch. Ein Spieler, Verlierer, Bankrotteur, ein Betrüger, ein Komödiant, ein Gemütstrottel. Und immer noch Anarchist. Von den Gerichtsvollziehern gejagt, von allen guten Geistern und Weibern verlassen, ratlos, ruiniert, vogelfrei. Ein Müllhaufen Mensch. Gott, so glücklich ist kein Mensch wie ich. Ich kenne die Hand, die mich vom Tod erwecken kann. Hast du geträumt? Schlimm. Ja. Und willst du es mir nicht erzählen? Nein. Nein. Heil, heil, heil und einen schönen Geburtstag. Thank you.
Schau auf, Richard. Lusch hat noch eine Überraschung. Ich habe sie lang und fest drum bitten müssen. Sie tut's nicht gern. Liebe Vöglein, flieget fort. Gedenket mein am freien Ort. Zu mir kommt wieder, fällt Schnee hernieder. Und bleibt ihr fort, so lebet wohl. Der liebe Wesen ist nicht hohl. Nie dürfte Liebe sie sich nennen. Wollt sie euch von der Freiheit trennen. Unsere demokratische Öffentlichkeit suhlt sich in Moral. Aber die einzige Moral, also die einzige vernünftige, weil natürliche, also gesunde Moral, die ich kenne und anerkenne, ist die Moral, die in unserem Leibe waltet. Ja, ich behaupte tatsächlich, nur dieses Zusammenspiel aller Organe unseres lebendigen Leibes, dieses System von tausendfältigem Befehlen und Gehorchen, das ist Moral. Eine Moral allerdings ohne Seele, ohne Geheimnis. Aber die einzige Wahrheit, die in unserem Leben und in unserem Leib... Cosima, Frau von Bülow ist in diesen Tagen in einem heiklen, reizbaren Zustand. Ja, ich verstehe. Meine Gegenwart stört in diesem Haus. Was ich bin, was ich sage, es stört. Vor allem die verehrte gnädige Frau. Sie meinen, Sie wollen mich hier allein verkümmern lassen, nur weil ich, weil Sie, setzen Sie sich, sofort. Sie wollten uns doch nicht etwa verlassen. Ich fürchte, ich habe zu viel geredet. Ich rede immer entweder zu wenig oder zu viel. Mein lieber Junge. Lassen Sie uns weiter gemeinsam glücklich sein. Ich jedenfalls bin es. Glücklich. Still. Hat mich Cosima gerufen. Der Professor wollte abreisen. Aber bitte fahr hin, verreise, gib mich auf. Wir haben es doch oft genug besprochen, dass ich mein Wochenbett diesmal... Wir sind noch immer nicht verheiratet, Richard. Soll ich den Nietzsche wegjagen? Ich glaube, du willst nicht, dass Professor Nietzsche uns verlässt. Du, der arme Professor. Und wenn du noch weitere 7 uneheliche Kinder vor seinen Augen gebären solltest, er wird es einfach nicht begreifen. Für den bist und bleibst du doch eine Heilige. Für mich aber auch. Für mich auch. Heiliger Kosmas, bleib bei uns. Ja. Ich werde da bleiben müssen, weil es nämlich schon zu spät ist. Mit diesen Schmerzen möchte ich nicht reisen. Das Schrecklichste, sagt Calderon, das Schrecklichste aller weltlichen Übel ist glückliche Liebe. Calderon? Sie lesen zu viele katholische Autoren. Wer glücklich liebt, muss täglich fürchten. Wie ahnungslos Sie sind, Professor. Jeder, der besitzt, muss fürchten. Ja, bin ich nun ahnungslos oder bin ich vielleicht nur keusch? Sie wollen sich doch bitte nicht über Ihre Keuschheit beschweren. Ausgerechnet bei mir. Gewisse keusche Engel sind
überaus anziehend. Für gewisse überaus ernsthafte Frauen. Widersprechen Sie bitte nicht. Ich ahne. Ja, ich weiß, was zwischen zwei reinen Seelen, also zwischen Cosima und Ihnen, geschehen könnte. Oder im Begriff ist zu geschehen. Ich bin nicht ahnungslos. Es tritt auf die Königin der Nacht. Brünnhilde, Sieglinde, Isolde, Eva im Paradies. Heiraten Sie meine Frau, Professor, dann sind Sie gerettet. Du, wir machen nun Schluss mit aller Kunst und Musik. Wir ziehen nach Italien und sehen nur noch zu, wie unser Sohn wächst. Er wird alles besser machen als ich. Er ist ein Genie. Oh. Vorsicht, Vorsicht, das tut dann weh. Er wird ein Genie. Siegfried. Sieht schon jetzt aus wie ein Genie. Siegfried. Bist du in deine Morgensonne blicken? Siegfried. Lichtkind. Winziger Riese. Da oben steigt die Schwester Sonne den Himmel hinauf. Aber da unten auf der grünen Erde, auf dem Gras, sitzt der arme Bruder Professor und grüßt herauf in seiner gottverblendeten Kurzsichtigkeit und sieht nichts. Und liest seelenruhig weiter. Am Tage deiner Geburt, Siegfried, du hast ihn besiegt. Jetzt ist er verloren. Und er ahnt es nicht. So glücklich ist kein Mensch wie ich. Ich kenne die Hand, ich kenne die Hand, die mich vom Tod erwecken kann. Dein armer Hans. Der arme, ahnungslose Hans. Leiden müssen wir alle. Bis zum Tod. Sind wir. Wir blenden sie, alle, die uns hier herauf in diese selige Öde noch nachsteigen wollen. Diese Käfermenschen, Krabbelwesen, diese viel zu vielen. So, hier bleiben wir, bis alle anderen zurückgekehrt sind ins Flachland. Aber ich möchte mit Ihnen lieber sterben, Richard Wagner. Ich liebe dich. Ich lobe dich. Ich liebe dich. Wir werden diese Insel der Seligen, hier dieses feste Haus,
gegen alle Freunde und Feinde verteidigen. Gegen jeden Nietzsche, Hans oder Juden oder Franzosen, gegen jeden Ton, fremde Musik, jeden fremden Gedanken. Cosima, warum sprichst du nicht mit? Weil ich das alles mit jedem Atemzug ohnehin denke. Man will's aber hören. Wir werden diese Insel der Seligen, hier dieses feste Haus, diesen Heldensohn Siegfried, gegen alle Freunde und Feinde verteidigen. Vorsicht, die Franzosen kommen! Weg mit der Wiege! Ja, wir müssen Siegfried für einige Tage verstecken. Ich habe sie für 5 Uhr eingeladen, aber wir kennen die Franzosen. Vor 6 Uhr werden sie kaum hier sein. Was meinst du, Cosima, wie alt diese Madame Mondes ist? 20? Noch nicht einmal 19. Nach ihren Briefen haben wir sie doch immer auf eine Dame von über 50 geschätzt. Richard, wenn ich dich anschaue, dann weiß ich, wie alt Madame Mondes ist. Sie heißt Judith. Sie ist ein Hurrikan. Aber sehr gebildet. Sie ist sehr wild, diese Judith. Euch wird sie auch gefallen. Sie haben tatsächlich das ganze Möblement, das ja mit der schlichten ländlichen Umgebung des Hauses recht reizvoll kontrastiert. Sie haben das alles Stück für Stück aus Paris importiert. Nicht Stück. So erzählt man sich in Paris. Nicht Stück für Stück. Die Tapete hier, auch diese Stühle, auch die. Oh, Sie sehen es nicht gern, wenn ich mir ein paar Notizen mache. Nein, nicht sehr gern. Denn alles das hier, dieses Accessoire unseres Lebens, hat nichts mehr mit uns zu tun. Verstehen Sie? Ich bin bemüht. Denn Paris ist für uns die Wüste, der Sumpf, der Abgrund, eine Kloake. Oh. Verzeihen Sie, aber es ist so. Wir werden unsere Welt, dieses Haus, gegen die französische Kultur, gegen das Judentum, kurz gegen alle Décadence, verteidigen. Ein feste Burg. Lächeln Sie ruhig. Lächeln Sie. Denn ich bin in den vergangenen Wochen zu glücklich, zu unverdient glücklich gewesen. Jede Stunde erwarte ich nun die Strafe, der ich mich demütig unterwerfen will. So gut es geht.
Dieu. Nous à peine entrés. À peine respirer. C'est donc ici que tout cela se passe. Je n'arrive pas à l'imaginer. Je n'arrive tout simplement pas à l'imaginer. Oh non, non. Laissez-moi un instant encore. Agenouillée en ce lieu. Il n'y a qu'à si. Regardant autour de moi les yeux fermés. Que je peux tout voir. Que je peux entendre tout. Siegfried. Tristan. Parsifal. Judith. Oui. So wunderbar es ist, bewundert zu werden von einer Frau. Oui. Es ist auch traurig. C'est aussi triste. Ich komme mir vor wie ein wildes, fremdes, heiliges Tier, wenn sie mich derartig, wie ein Gott, wenn sie mich derartig anbeten. Aber ich bin ein sehr sterblicher Gott. Je suis un Dieu très mortel. Comprenez-vous? Tu as compris. Et à quoi t'attendais-tu? C'est que le meuble ne soit pas d'un aussi mauvais coup. C'est nouveau riche. Mais Wagner est nouveau riche. Elle non, mais lui, oui. Et combien de bustes de Richard Wagner y avait-il dans sa chambre de travail? Autant que je pouvais voir, un ou deux. Ne pouvais-tu pas garder les yeux ouverts? Non, je ne pouvais pas. Tu es venu ici en tant que journaliste? Ou en tant que... Je n'ai pas envie que tu dises quelque chose de spirituel au sujet de ma relation avec Richard Wagner. Oh. J'ai parlé sérieusement, mon cher. J'ai seulement dit oh. Oui. Tu ne déranges pas? Mais je vous attendais. Les lettres sont prêtes. Voici la lettre pour mon père. Et voici celle... Pour le baron von Bülow? Pour mon mari. C'est très aimable de votre part de bien vouloir... servir d'intermédiaire dans des circonstances qui vous sont complètement étrangères. Mais je ferai tout pour Richard Wagner. Tout. Oui. C'est bien pour cette raison que j'ai osé utiliser votre voyage à Munich à nos fins personnelles. Je serai devant de quelques explications. Il est possible que vous ayez trouvé mon comportement parfois trop oppressant. Je ne vois pas quand. Je ne vois pas pourquoi. Vous vivez maintenant depuis des années avec Richard Wagner. Peut-être vous y êtes-vous habitué. Personne ne peut s'y habituer. Mais essayez, je vous prie. D'imaginer que vous rencontriez un jour Homer, ou Dante, ou Shakespeare. Und warum sollte ich mir das vorstellen, ma chère? Parce que c'est ce qui m'est arrivé quand je me suis trouvée devant Richard Wagner, en chair et en os, et qu'il parlait, qu'il respirait, qu'il riait. Sie haben ihn auch bezaubert. Und was mich betrifft, mich freut alles, was ihn freut. Est-ce réellement vrai? Es ist schade, dass wir Sie morgen nach München verlieren. Aber das gesellschaftliche Ereignis, das Sie dort erwartet. Infiniment reconnaissant de nous avoir donné des entrées déjà pour les répétitions au théâtre. Je le fais avec un très grand plaisir, très cher. Et je veux prendre fait et cause pour vous de toutes mes forces à Munich, contre tous vos adversaires, et auprès de votre père aussi. Et on ne vous connaît tout simplement pas. Heureusement.
Es ist also wahr, was mir bis eben verheimlicht wurde, was Ihr Mann mir nun bestätigt. Sie müssen also unbedingt schon morgen nach München. Nichts und niemand kann Sie noch zurückhalten. Ich habe Herrn Wagner zu erklären versucht, wie gern wir schon die Proben zu Rheingold besuchen möchten. Und Madame hat ja unseren Wunsch unterstützt. Ach so, du hast... Liebenswürdigerweise. Obwohl alle Welt weiß, dass ich diese hastige, diese schlampige Raubaufführung boykottiere. C'est le premier hors du Rhin au monde. Qui pourrait renoncer le premier mondial de Richard Wagner? Moi, j'y renonce. Ich verzichte darauf und alle meine wahren Freunde auch, denn... Diese noble Welt, Madame, in die Sie morgen reisen, sie tritt mich, meine Schöpferrechte, sie trampelt mein Werk in den Dreck. Aber bitte, wenn Sie unbedingt diesem Schauspiel beiwohnen möchten, dieser meiner Besudelung, Verhöhnung, Enteignung, Zerstörung, bitte, je vous en prie. Pourquoi ne nous avez-vous pas déconseillé de faire ce voyage? Ich lebe wie ein Tier. Ja. In Unschuld. Und alle Welt behandelt mich auch so. Wie ein Tier. Unsere französischen Freunde. Sind die etwa die Welt? Aber wir brauchen diese Welt doch nicht mehr. Das haben wir uns doch geschworen. Du mir, ich dir, Richard. Schließ nicht so belästigt die Augen. Schau dir die Kerzen an. Es sind 11. Wir feiern heute einen Jahrestag. Den 11. Jahrestag unseres Wiedersehens. Damals? In? In wo? Dann hast du es also vergessen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das Weib war schön, war klug, war schlank. Doch Gott sei Dank und Cosima, das Weib ist weg und du bist da. Wir haben Fehler gemacht, Richard. Wir dürfen uns nichts mehr verheimlichen.
Wer etwas verheimlicht, der schont den anderen nicht, sondern der übt Macht aus. Falls Sie annehmen sollten, ich hätte dieses verregnete Schweizer Kaff nur aufgesucht, um Richard Wagner zum Duell aufzufordern, weil er vorübergehend oder für immer mein Leben zerstört hat. Durch diese jahrelang sich hinzerrende Affäre mit meiner Frau, mit Cosima. Falls Sie das annehmen sollten, dann wenden Sie bitte meiner Visage Ihre kritische Aufmerksamkeit zu. Sieht so ein Mörder oder Selbstmörder? Sieht so ein Held aus? Zwar, mir fehlt es durchaus nicht am persönlichen Mut. Und der Name Bülow und meine Ehre bedeuten mir etwas. Und Cosima habe ich geliebt, verehrt. Jawohl, ich übertreibe nicht, ich habe sie angebetet. Aber leider verstehe ich auch etwas von Musik. Und Richard Wagner in den Kopf zu schießen, sein kompositorisches Gehirn zu zerstören, die Götterdämmerung zu vernichten, auch bevor er sie aufschreiben konnte. Ich hatte an Cosima geschrieben. Sie kontrollieren also die Post meiner Frau. Oder soll ich annehmen, dass Cosima sie zu diesem Rendezvous geschickt hat? Hans, du siehst miserabel aus. Danke, das steht sogar in der Zeitung. Cosima geht es nicht so sehr gut. Sie leidet sehr. Und dich, Hans? Unser täglich schlechtes Gewissen gibt uns heute. Ich bin gekommen, um Cosima davon loszusprechen. Falls Sie mir noch eine letzte Unterredung mit unserer lieben Frau gewähren. Unter vier Augen. Morgen, zwischen 5 und 7, könnten Sie doch auf einem längeren Spaziergang von Ihrem Schlösschen abwesend sein. Wenn ich dich so ernsthaft und listig abwägen sehe, ob du mir nicht besser misstrauen solltest. Du mir. Dann fürchte ich doch, Richard, du könntest in deinem göttlichen Kopf noch immer nichts begriffen haben. Ja. Noch vor 3 Tagen hatte ich ernsthaft vor, sie zum Duell zu fordern. Aber Hans, wir hätten doch beide aneinander vorbeigeschossen. Ich nicht. Ich habe eigens zu diesem Zweck 24 Schießstunden genommen. In Wiesbaden. Mit 10 Schüssen 107 Ringe erreicht. Ein ziemlich tödliches Ergebnis. Du hättest keine Chance gehabt, Richard. Ich vergebe. Ich vergebe dir, Säugling. Ich vergebe deiner Mutter. Ich vergebe sogar deinem Erzeuger. Je pardonne. Il ne faut pas pardonner?
Il faut comprendre. Da gibt's nichts zu vergeben, sagt deine Mutter. Verstehen soll ich, sagt sie. Und das auf Französisch. Darf ich in Siegfrieds Gegenwart? Il faut comprendre. Und mir ist der Kopf schon ganz weich geworden vor lauter Verstehen, Verzeihen und Vergeben. Zwar, die Ehe ist ein Sakrament, dachte ich immer. Auch wenn das aus meinem Munde wie ein Witz klingen sollte. Aber die Kunst und Wagner brechen alle Sakramente. Stört's dich, wenn ich rauche? Es erinnert mich nur leider an früher, an Berlin. Und leider auch. Lassen wir das, ja? Hans, wir haben wenig Zeit. Keine Zeit für Theater. Lass uns bitte ruhig und vernünftig reden. Und leise. Die Kinder dürfen dich nicht hören. Einverstanden? Wie früher? Einverstanden. Letzte Woche war ich entschlossen, auf ihn zu schießen. Ja. Ich wollte mich mit Richard Wagner duellieren. Hier. Mit diesem Spielzeug? Ach, Hans, wir wissen doch, dass du dazu zu schwach bist. Schwach. Bin auch manchmal mutig. In den Zeiten, in denen du mich sehr oft geschlagen hast. Ich? Dich? Du mich. Aber du hast immer nur zugeschlagen aus Schwäche. Ich habe nie irgendeine Angst gehabt vor dir. Auch nicht, wenn du fest zugeschlagen hast. Es hat nicht einmal wehgetan. Aber du wusstest genau, ich würde mich wehren. Ich würde zurückschlagen, wäre ich nicht davon überzeugt, dass ich jeden deiner Schläge verdient hätte. Ich war böse zu dir. Damals. Und auch wenn du mich heute wieder schlagen solltest, deine kleine Pistole nehme ich an, ist nicht geladen. Armer kleiner Hans, was für ein Verzweiflungstheater. Du
ahnst nicht, wie müde auch ich immer wieder bin. Lebensmüde. Oder meinst du, das ist von früh bis abends ein Fest? Der Alltag in diesem verregneten Schweizer Kaff. Aber ich habe meine Lebenslektion geschluckt, habe sie mir einverleibt und angenommen. Und du? Dienen und opfern. Mehr bleibt uns nicht. Ein herrliches, ein miserables Leben. Dein Leiden und auch mein Leiden? Ja, auch ich erlaube mir zu leiden, Hans. Nur Richard Wagner befindet sich frisch und wohl. Es käme es auf ihn an. Oder auf mich oder dich. Denn wir alle dienen nur der Musik. Daran zweifelst du? Seit wann? Er, Richard, hat sich mit seinem unnachahmlichen Taktgefühl danach erkundigt, ob ich meine Kompositionsversuche nicht wieder aufnehmen wollte. Und? Willst du? Dann komponieren, Hans. Komponieren? Ich komponieren jetzt! Am Nullpunkt meines Lebens! Jetzt, wo ich um nichts weiter bemüht bin, als vom Nullpunkt aus weiterzuleben. Ganz vorsichtig zu leben. Und wozu? Wozu eigentlich? Haben wir nicht vereinbart, Hans, dass die Kinder deine Stimme nicht hören sollten? Dein Heulen war immer auch Erpressung. Ich mag keine weinenden Männer. Il ne faut pas pardonner, il faut comprendre. Hans, was ich dir jetzt sage, habe ich seit Wochen überlegt. Aber du hast nur eine Minute Zeit, dich zu entscheiden. Geh dorthin über. Dorthin zum Bett. Ja. Zieh den Vorhang zurück. Den Vorhang. Und? Was siehst du? Frage nicht warum. Frage überhaupt nichts mehr. Aber ich habe das Nötigste gepackt. Und wenn du in dieser Minute dich entscheidest, dann komme ich mit dir. Dann werden wir unsere Ehe weiterführen. Sage nur ein Wort. Sag ja. Es wird die Hölle, Hans. Aber diesmal halten wir durch. Also? Ja? Weißt du, was ich denke? Ich denke, welches Glück für diese ihrem ersten Mann gegenüber viel zu bedeutende Frau, nun endlich von ihm getrennt zu sein. Und die erste traurige Hälfte ihres Daseins durch eine zweite, bessere Hälfte korrigieren zu können. Und nur noch kurz zum Geschäftlichen. Für die materielle Wohlfahrt meiner Töchter werde ich auch nach der Scheidung aufkommen. Ich lebe zwar als Dirigent und Pianist nur vom Verkauf meiner Arbeitskraft, wie jeder andere Proletarier auch, aber der Prolet Bülow könnte den Reingewinn einer Konzertreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika anlegen als Mitgift für Daniela, Blandine und... Ja,
Auch für Isolde. Falls Isolde tatsächlich noch meine Tochter gewesen sein sollte. Ist das zu klären, Cosima? Ich packe aus. Denn von dieser letzten Stunde zwischen uns darf niemand auf der Welt erfahren. Niemand auf der Welt. Es war einmal eine garstige Mama. Sie liebte ihren Mann nicht mehr, denn er war arm und krank. Er rauchte, hustete und schimpfte auch viel. Da nahm die garstige Mama ihre Kinder und verließ ihren Mann. Sie wollte einen anderen heiraten. Der war nämlich reicher und freundlicher und auf der ganzen Welt berühmt. Daniela? Daniela, du kommst mit mir. Daniela, ich möchte, dass du diesmal nicht lügst. Hast du diese Geschichte deinen Geschwistern zum ersten Mal erzählt? Ich habe vorgelesen. Das Märchen von einem, der auszog, das fürchten zu lernen. Du lügst. Soll ich sie holen? Ja. Du meinst, sie werden auch lügen? Ich habe ihnen schon oft das Märchen von einem, der auszog. Du kannst mich nicht zwingen, dich zu schlagen. Aber ich möchte dich 3 Tage nicht zu Gesicht bekommen. Dann werde ich an diesen 3 Tagen meinem Papa schreiben. Cosima! Es ist Krieg! Es ist Krieg! Endlich Krieg! Preußen marschieren gegen Frankreich. Cosima! Wir werden siegen! Paris wird endlich brennen. Die Kuppel der Grand Opera wird verglühen. Zu Asche. Die ganze welsche Kultur, die jüdische Musik, die Bordelle und Banken, das werden wir alles zusammen kanonieren. Krieg! Es ist Krieg! Gegen Frankreich, gegen die Juden! Kehren Sie lieber um! Zurück ins Flachland! Ha! Krieg gegen Frankreich und gegen die Juden! Preußen gegen Frankreich! Tut mir leid! Bringen Sie sich in Sicherheit! Il faut comprendre Richard Wagner! Même maintenant! Moment, no. Oder möchten Sie, Madame, lieber auf den Knien hochrutschen ins Licht? Wie konnten wir umgeben von diesem Pomp und Plunder je einen deutschen Gedanken im Kopf bewegen? Wer sagt dir, dass deine Gedanken wahrhaft deutsch waren? Bis jetzt. Heute Abend, spätestens heute Abend, werden wir diesen Scheiterhaufen des Luxus anzünden. Die Sünde soll leuchten. Verdammt! Ich werde einen falschen Überfluss aus meinem Leben brennen. Ich schwöre es. Du solltest nicht schwören, aber du könntest es dir vornehmen.
Der Schaden, den Frauen im Leben großer Männer anrichten können, ist unübersehbar. Sie können ihre großen Männer nicht leiden sehen. Sie ziehen alles Große zu sich herunter. Ins Bequeme, ins Kleinliche, ins Haushälterische. Wer aber einem Genius das Leiden erleichtern will, wird ihn töten. Also mir hat Frau von Bülow das Leben nicht gerade erleichtert. Labyrinth. Sag mal, Professor, zu wem redest du eigentlich? Nicht. Ich habe aber was gehört, das wie Hari oder Hari. Der Professor schwätzt halt sein Geschwätz. Lauter Kamerad, schon reden willst. Ariadne. Deine Braut? Ariadne hat den Helden Theseus aus dem Labyrinth befreit. Aus dem Labyrinth des menschenverschlingenden Ungeheuers Minotaurus. Sein Mädchen hat einen anderen. Hat einen anderen geheiratet. Was hat dir der Professor erzählt? Das braucht er mir nicht zu erzählen. Das ist immer so. Führ mich. Führ mich aus dem Labyrinth. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt auch kein Glück. Das sind unmögliche, unerreichbare Lebensziele. Obwohl uns die Philosophen seit Jahrtausenden mit der Idee des Glücks und der Wahrheit gesund beten wollen. Was geht den Menschen die Wahrheit an? So ruft die Kunst, die nicht Erkenntnis will, sondern... Oh, ich langweile Sie. Nein, nein, ich mag es, wenn Sie philosophieren. Es ist aber keine Philosophie. Sondern? Erfahrung. Auch Ihre tägliche Erfahrung, das wissen Sie doch. Was weiß ich? Wer sich einem fremden Genius unterwirft, wie Sie, wer ihm dient, ihm opfert, an ihm leidet, tagtäglich, genau wie Sie, der sucht auch nicht das Glück oder die Wahrheit. Oh doch. Ich glaube, Professor. Nein, Sie wollen doch nicht, wie jeder kleine Mensch, Sie wollen doch nicht wissen, wie leicht sich das Leben nehmen lässt und wie weich das Bett ist. Nein, Sie wollen doch im Gegenteil. Cosima, Sie wollen das Leben spüren und das heißt doch am Leben leiden. Was verbindet uns beide, wenn nicht dies? Wenn nicht dies?
Wozu leben wir? Sie? Ich? Ja, doch nicht, um im elenden Puppenspiel der bürgerlichen Gesellschaft artig eine Rolle zu spielen. Um als Gattin, als Priester, Professor, Greis, Oberstudiendirektor, Hetäre. Nein, wir beide, Sie und ich, wir wollen doch eine ganz andere Lektion vom Leben lernen. Danke. Ich weiß, ich ahne immerhin, wovon Sie reden, aber bitte. Es gab Augenblicke, ewige Augenblicke, Cosima, in denen mir klar wurde, dass Ihr Leben noch eine Zukunft offen hält, auch für mich. Denn Sie und ich, wir beide, auf dem Rücken eines Tigers hängen wir. Nichts wissend, nichts ahnend, tief träumend zum Glück. Auf dem Rücken eines? Ja, eines Tigers. Das Leben ist gierig, listig und unersättlich, ist erbarmungslos, mörderisch. Keine sehr weihnachtliche Unterhaltung. Als ob Sie nicht wüssten, dass Ariadne, nachdem sie der listige Theseus verlassen hatte, auf dem Rücken eines Gottes erwachte, auf dem Rücken des Dionysos, eines Gottes in Tigergestalt. Ein Tiger! Ich soll ein Tiger sein. Oh, wie schön! Jetzt fehlt nur noch eins. Musik. Pam 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 pam. Kein starkes Gedicht, aber ein gutes. Wie, rief der Herr im schwarzen Anzug, so wünschen Sie etwa als Künstler keinen Erfolg? Doch, erwiderte ich, aber keinen falschen. Aha, einen echten Erfolg, einen deutschen, meinen Sie das? Aber Erfolg, bitte sehr. Das bedeutet, wie viele Plätze, wie viele Billets im Verkauf, wie viel Honorar zahlt man. Ich kann Ihre Operas anbieten in die gesamte Welt, bis nach Brasilien, wo der Kaiser Dom Pedro ein lebhaftes Interesse avisiert hat. Also, Mister, sage ich, den Herrn im schwarzen Anzug unterbrechend, ich verzichte auf Ihre gesamte Welt. Bauen Sie mir ein deutsches Nationaltheater. Dafür würde ich jeden Teufelspakt unterschreiben. Ah, Sie belieben mich einen Teufel zu nennen, schreit er. Ja, denn der Teufel versucht uns immer mit der Welt, aber wir wollen nur nach Bayreuth. So, und das liegt wohl nicht auf der Welt, sondern wo? Etwa im Himmel? Bayreuth liegt im Herzen Deutschlands, erwiderte ich. Wo der Teufel zu Hause ist und der liebe Gott,
Ja, von dort ist es nicht weit bis zum Dr. Martin Luther. Und um in Bayreuth mein Theater zu gründen, sagte ich zu dem Herrn im schwarzen Anzug, brauche ich keinen Musikagenten und schon gar keinen jüdischen. Nur Geld werden Sie brauchen, mein lieber Herr Wagner, sagte er. Und so viel wie Sie brauchen, werden Sie Ihr ganzes Leben lang nicht zu fassen kriegen. Nicht einmal, wenn ich Sie bis nach Brasilien verkaufe. Und dann den Unterschied zwischen einem jüdischen und einem arischen Dollar. Den sollten Sie mir mal erklären. Gibt es denn in Bayreuth keine Juden? Und in diesem Moment bin ich aufgewacht aus meinem Traum. Du warst also hier glücklich, Daniela? Von Ihnen hat die Mama gesagt, das ist ein unglücklicher Mensch. Das hat deine Mutter? Und du? Hast du ihr geglaubt? Weiß nicht. Ich denke nicht mal, dass sie sehr gerne die Mama geheiratet hätten. Wer hat denn diesen Unsinn? Niemand, das sehe ich. Das darfst du niemals wiederholen. Zu niemandem. Hörst du? Hörst du? Ich habe dich um etwas gebeten. Die Mama hat auch gesagt, der Professor ist sehr einsam. Ihr müsst euch vor ihm in Acht nehmen. Muss ich das? Frisst nicht mehr. Es ist schon der dritte Tag. Er frisst nicht mehr. Der Hund wird auf der Reise verhungern. Er will nicht mit nach Bayreuth. Wer nicht mit will, der muss hier bleiben. Thank you.
Sie. Entschuldigen Sie. Ich habe versucht, die Komposition zu bessern, die ich Ihnen zum Andenken an Silvester... Sie sollten mich nicht in diesem Zustand sehen. Entschuldigen Sie aber, ich habe meinen Ehering verloren. Und ich habe kaum Hoffnung in diesem Gerümpel, in diesem Chaos. Sie erinnern sich vielleicht an den Ring, er war sehr schmal. Sehr. Sie haben ihn nicht gesehen? Irgendwo? Ich? Nein. Sie werden auch kaum verstehen, was dieser Ring... Aber ich... Wir verlieren so viel in diesen Tagen. Vielleicht nicht. Entschuldigen Sie meinen Zustand. Vielleicht darf ich Ihnen diese gebesserte Komposition, mein Albumblatt für Sie zurückreichen. In dieser Formlosigkeit. Entschuldigen Sie. Ariadne besaß die Kraft, die List und die Liebe, um Theseus aus dem Labyrinth zu befreien. Und Theseus in seiner Dankbarkeit entführte Ariadne auf die selige Insel Naxos. Aber ihm, dem Ruhelosen, wurde die schöne Insel Naxos bald zu eng. Und so verließ und verriet er seine Ariadne. Dann nahte sich der Verlassenen ein Gott, Dionysos, freundlich wie ein Tiger. Ariadne, sagte Dionysos, du bist ein Irrgarten, aber ich, ein Gott, kann mich in dir nicht verirren. Ariadne, flüsterte er ihr ins Ohr, ich bin dein Labyrinth. Wenn wir uns dann über Jahr und Tag wiedersehen, meine Gönner und Freunde, dann wird sich über diesem Bayreuther Hügel, gestützt auf diesen Grundstein, ein riesiger, schmuckloser, ja unscheinbarer Bau erheben. Unscheinbar von außen, aber in seinem Inneren vollkommen dazu ausgerüstet, einem andächtig aufgeschlossenen Publikum in szenischen Bildern die sinnvollen Täuschungen einer idealen Traumwelt vorzuführen. Und dieser Bau wird uns über Jahr und Tag als ein kaum für möglich gehaltenes Wunder erscheinen. Denn meine Hoffnungen auf dieses Theater, liebe Freunde, ist mir aus meiner Verzweiflung selber erwachsen. Will, so fragte ich bange Jahre lang, will der deutsche Geist mich, meine deutsche Musik, meine deutsche Tragödie, begehrt ihr es wirklich, mein totales Theater? Denn der Fortschritt, an den die Masse der Verblendeten immer noch glaubt, muss sich schon fragen lassen. Wovon er fort will und wohin er schreitet? Ich weiß auch nicht, wohin wir schreiten. Aber fort müssen wir. Hier in Bayreuth ist sogar das Wetter ungesund. Ich wundere mich nur, dass Sie hierher gekommen sind, Herr von Bülow. Hierher. Um Cosima zu sehen. Jawohl. Und Sie? Und Sie, Nietzsche? Wir sind, das darf ich heute in aller Bescheidenheit sagen, gegen diesen Fortschritt groß geworden. Und was wir von ihm halten und seiner Welt des Wahns, davon werden unsere Aufführungen künden. In eben dem Bau, dessen Grundstein nun gelegt ist und den ich mit nichts Schönerem weihen kann, als mit Ihrer Liebe, meine Freunde und Gönner, mit Ihren Segenswünschen und mit dem tiefen Dank, den ich Ihnen trage, Ihnen allen, die mit mir wünschten und hofften, die mir gaben und die mir halfen,
denen mein Untergang, mein oft so naher Untergang... Entschuldigen Sie meine dämliche Vermummung. Ich wollte dabei sein, einerseits, um Cosima zu sehen. Jawohl, zum allerletzten Mal. Aber all die Hörner, das prachtvolle Geweih, das der Meister mir auf die Stirn gesetzt hat, wollte ich vor seiner Bayreuther Gemeinde nicht leuchten lassen. Ihr Mitgefühl wäre mir peinlich. Aber, dass Sie mich auslachen, gerade Sie, ja, Sie, Professor Nietzsche, Sie haben mir doch Ihr Albumblatt für Frau Cosima Wagner zukommen lassen. Ich sollte diese sogenannte Komposition beurteilen. Das sind aber nicht Noten, sondern das sind Gefühle. Und zwar schwüle. Gefühle für was oder wen? Für Frau Cosima Wagner? Ich habe etwas so, entschuldigen Sie, so Unappetitliches in Gestalt von Musik, von scheinbarer Musik. Es tut mir leid, denn meine Sympathie für das, was Sie sonst schreiben oder denken, ist gigantisch, Nietzsche. Darf ich Ihnen mein letztes Gedicht vortragen? Eben entworfen. Also, macht ich's gut, so wollen wir schweigen. Macht ich's schlimm, so wollen wir lachen. Und es immer schlimmer machen, schlimmer machen, schlimmer lachen, bis wir in die Grube steigen. Freunde, ja, so soll's geschehen. Amen und auf Wiedersehen. Donnerwetter! Kaum von Ihnen erwartet. Wenn auch etwas verrückt. Etwas schon. Total. Ich hoffe, Sie werden diese kommenden Bayreuther Festweihespiele nicht besuchen. Oder, Professor? Oder doch? Traulich und treu ist nur in der Tiefe.
Sie finden den Meister nicht verändert? Nach 7 Jahren. Es waren ja nur 6. Er ist nämlich am Ende seiner Kraft, ma chère. Ob diese Festspiele gelingen oder nicht, es könnte sein Tod sein. Mais cela ne se remarque pas du tout. Il paraît toujours aussi enjoué. Ich muss Sie auch bitten, es niemandem weiterzusagen. Aber wer ihn liebt, muss ihn schonen. Die Sänger sind wilde Menschen. Die belle bête, pleine de force. Wir schonen ihn nicht. Niemand schont ihn. Resultaten der heutigen Probe. Du bist müde, Richard. Du siehst sehr erschöpft aus. Ich bin todmüde, völlig erschöpft, behauptet die Herrin des Hauses. Dagegen hilft kein weiterer Kopfstand. Ich muss sie also alle hinauswerfen aus dem Haus, dessen Herrin nicht ich bin. Auf morgen also. Die Probe beginnt wieder um 11. Hier, Dankeschön, danke. Ihnen zeige ich morgen meine Bühne um 9 Uhr. Wir werden ganz allein dort sein. Wissen Sie, ich kenne Sie ja nun alle. Den Wagner, den Liszt, den Nietzsche, den Herzen, Garibaldi und Mazzini, den italienischen und den bayerischen König, die Großherzöge. Wissen Sie, allesamt Kinder. Kindsköpfe, diese Künstler, Fürsten, Revolutionäre. Aber gefährliche Kinder. Denn die Welt in ihren Köpfen ist nicht die Welt von draußen. Nicht die von uns. Folglich, meine liebe Judith. In 5 Wochen ist alles vorbei. In 6 Wochen. Das Ende der Festspiele. Möchtest du nicht auch am liebsten schon heute dort unten liegen? Wenn schon du keine Hoffnung mehr hast, wer sollte sie sonst haben? Natürlich du, Cosima. Ja, immer ich. Weißt du, was hier fehlt? Ein kleines Sofa hier vor der Grube. Ein wetterbeständiges, gut gepolstertes Ruhebänkchen für uns zwei unter einem Zeltdach. Mit Rosensatin gezogen? Auf dem wir auch bei Schnee und Regen hier sitzen könnten und warten, bis wir beide kopfüber in die Grube fallen. Erst ich, dann du. Dieses kleine rosa Sofachen könnten wir Wahnfried nennen. Aber ich sehe schon, du magst nicht. Du bist immer noch drauf aus, mich zu überleben. Das wird sich aber lange hinziehen, du. Ich will nämlich 90 werden, mindestens. Ich möchte unbedingt noch miterleben, wie schön du mit 70 bist, Cosima. Er benutzt meinen Flügel, um dein trübes, schlaffes Zeug zu spielen, dein Vater. Ich darf darum bitten, beim Abendessen darüber kein Wort. Bitte. Komponiert erstens diese todsieche Musik, trägt sie zweitens in deinem Haus vor und benutzt auch noch meinen Flügel.
Aber dein Vater, der darf das. Der darf alles. Und wird sogar noch belohnt mit überschwänglicher Liebe. Habe ich gestört? Es tut mir leid. Ich habe sogar den kleinen Nerahflügel benutzt. Ohne Erlaubnis. Ihr genießt die Luft? Wir haben den Blick in unser Grab genossen. Ja, natürlich. Wie schön. Ihr solltet euch ein kleines Sofachen hier auf den Balkon stellen lassen. Von dem könnt ihr dann am Abend schön hinüberschauen auf die Gruft. Jetzt weiß ich wieder, Cosima, woher du deine katholischen Blicke hast. Musikalischer Weltuntergang stattfinden. Oder mein eigener Untergang. Den ja alle Welt wartet, alle Welt giert nach großen Opfertieren. Sie auch, Judith. Sie etwa auch, Moussoussi, n'est-ce pas? Nous assisterons tous à votre triomphe. Mit den Sängern? Avec ces chanteurs-là? Ich nehme mich an Schwindelgefühlen ein, die vorgeben, an Schwindelgefühlen zu leiden. Wenn sie ein Pappgebirge, wenn sie dieses lächerliche Pappgebirge besteigen sollen. Amour de Dieu, Richard Pompliot. Der Sänger meines Alberich war unfähig oder unwillig, sich in diese schwindelerregenden Höhlen hinaufzubequemen. Ich musste es eben mit meinen 60-jährigen Gliedern erst vorführen. Als er dann endlich hier oben neben mir eingetroffen war, ihn aufforderte, springen Sie! S'il vous plaît, non, je vous en prie. Ja, springen Sie, Mensch, da unten locken die Rheintöchter. Aber meinem Herrn Hill wurde immer nur schwarz vor den Augen, also musste ich ihm auch diesen Sprung noch vormachen. Eines gesprungen. Vorgestern sind ja nur 2 Meter oder 3. Aber jetzt hätte ich Angst, Judith. Judith! Noch einmal davongekommen. Wieder mal. Ja. Leider. Gott sei Dank. Befreien Sie mich doch von diesen albernen Kompressen, Schnapper. Die warmen helfen nichts, die kalten helfen nichts, nichts hilft. Knüpfen Sie mich zu. Aber da war doch noch jemand. Schnapp auf. Ich war auf der Bühne mit Madame Gauthier. Judith, natürlich. Judith. Sie sagen auch Judith nichts. Madame Gauthier nichts. Frau Wagner nichts.
Was machen Sie eigentlich schon so früh im Theater? Herr Wagner, nicht so viel sprechen, bitte sehr. Nur ganz ruhig, versuchen ganz ruhig zu atmen. So. Lass mich doch allein, Schnapper, aufatmen kann ich allein. Richard. Poor Richard. Dummer Name. Dummer Mensch. Rich Art. Seit 63 Jahren immer wieder nur Richard. Dies wundervolle Weib, der mein Wille nie zu nahen sich wagte. Axel! Gut, die Chefski hält keine Linie. Falscher Atem. Aber bist du nicht etwas streng, wenn du... Wenn sie nur deutlich artikulieren würden. Diese Ungeheuer. Ja, aber mit Geduld. Ah, ich weiß nicht, ich hätte auch keine. Aber Richard, an dir? Wieso denn schon heute? Ich kann und will und mag. Tischordnung? Nicht du. Aber wer soll ihn am Bahnhof abholen? Es wäre schon besser, wenn du... Kein Zeit, kein Schneid. Und falls du das Wort ergreifen willst am Abend, dann solltest du ein Wort... Einziges. Der Vater. Immer dein Vater. Richard. Der Vater würde sich unerhört freuen. Er hat es vielleicht auch um dich verdient, aber wenn du... Ich habe meine Tochter Cosima List, später Baronin von Bülow, nunmehr Frau Richard Wagner. Ich habe sie früher, viel früher einmal Schlange genannt. Serpent. Sie war mir durchaus nicht böse deswegen, glaube ich. Jedenfalls hat sie mich sofort verstanden. J'ai compris. Oh, mit Schlange meinte ich ja nicht, dass sie giftig wäre oder gefühllos. Nein, aber ich bewundere seit je, wie leise und weise sie ihre Macht über Menschen ausübt. Und in wessen Herz sie sich einmal hineingebissen hat, der wird Cosima nicht mehr vergessen können. Meine wildeste, kühlste, herrlichste Tochter, die Schlange. J'ai compris, sagte sie und schien nicht beleidigt. Denn natürlich werde ich nie wissen, ob sie mich damals wirklich verstanden hat und ob sie mir vergeben hat, dass ich sie eine Schlange nannte. Serpent. Natürlich werde ich überhaupt nie irgendetwas Endgültiges über Cosima wissen. Wir haben etwas zu besprechen. Ja, natürlich. Jetzt gleich. Aber du musst schweigen. Que voulez-vous donc savoir? Rien. Pas de détails, s'il vous plaît. Sie dürften kaum darüber erstaunt sein, dass auch ich von Vorgängen erfahre, über die offenbar sich tout Barreuth amüsiert. Monsieur Schnappo, faudrait-il parler? Je ne vois pas qui d'autre.
Das ist nun wirklich Provinz. Monsieur Tresalemont, Sie fühlen sich wirklich wohl hier, Judith? All die Wochen? Sie wollten doch bis zum Ende der Festspiele bleiben. Moi, je ne considère plus ma présence comme opportune ici. Satin mit Rosenmuster. Altrose! Satin! Dieses Dessin sucht Richard seit Monaten. A Vienne, a Munich, à Strasbourg. Und er findet es hier. Haben Sie diesen Stoff ihm eigens aus Paris mitgebracht? Madame. Ich denke, wir sollten doch auch weiterhin bei Cosima und Judith bleiben. Miss Bart? Chère Judith. Aus verständlichen Gründen missdeuten Sie Sinn und Absicht meines leider überraschenden Besuchs, dessen Dauer aus eben solchen naheliegenden Gründen sehr kurz sein wird. Hallo. Ich habe ihn bereits eröffnet und ich habe dabei Ihr Misstrauen zu spüren bekommen. Oh ja, das ist mir nicht entgangen. Ich habe ihn bereits eröffnet versucht, dass der Meister bis zum Ende der Festspiele, der Schonung, oder ja, sagen wir, der Pflege bedarf. Der Wärme, auch der Nachsicht. Ach, das ist er also. Das könnte er sein, nicht wahr? Le Matin. Und man benutzt diskret die Hintertreppe. Nicht mehr zuzuhören. Trotzdem, wenn Sie wissen wollen, warum ich schon am Vormittag gegen alle unsere Verabredungen... Ich breche Schwüre. Leider. Oh, ist das neu? Rosenessenz. Türkisch. Von Rimmel. Ich habe recht. Oh, dieser Himmel. Diese milde Sünde. Der Großherzog von Mecklenburg tot mit seinem Festspielboykott, denn seine Loge ist zu weit entfernt von der Königsloge. Hat mir ausrichten lassen, er wäre gekommen, um zu singen, nicht um zu springen. Was für ein Witz. Könnte von mir sein. In unserer Kasse fehlen uns gemessen an unseren allerbescheidensten Erwartungen. Nein. Kein Wort mehr. Ich bin zernichtet. Nur du, du bist wie immer. Nur du bist wie immer. Mein Überfluss. Mon exuberance, ma chaleur. Meine weiche, selige Wärme. Mon pas. Silence. Soyez gentil. Soyez gentil. Nous ne sommes pas Sigmund et Sigline. Nous ne sommes pas au théâtre, ni à l'opéra. Nous ne pouvons chanter ni crier. Aber ich grieche dich, Judith, ich grieche dich. Und ich wiederhole, je répète, wenn du und ich... Damals, vor 15 Jahren in Paris, damals hätte dein Leib, hätte der Geruch deines Leibes mich aus jedem Tod erwecken können. Petit idiot. Il y a 15 ans, j'étais une enfant. Une enfant grosse et hystérique. Thank you.
Sie tun mir leid, Judith. Sie werden zugeben, dass ich schließlich auch lachen könnte. Sans doute, vous imaginez-vous. C'est aujourd'hui la première fois que je le chasse. Rien qu'aujourd'hui, que pour vous. Mais pensez donc ce que vous voulez. Sie hätten ihn nicht wegschicken dürfen, denke ich. Oui, j'aime sa musique. Je suis en adoration devant le génie de Richard Wagner. Il est immortel, mais... Mais? Mais quoi, Judith? Sie werden sich doch nicht etwa bei mir darüber beklagen, dass Richard Wagner mittlerweile für eine junge, ehrgeizige, leidenschaftliche Verehrerin aus Paris etwas zu alt ist. Ai-je dit cela? Angedeutet. C'est la Sophie? Je crois qu'il n'a pas vraiment une vision très consciente de moi. Car il ne voit jamais. Jamais. Écoutez, nous n'allons pas philosopher ensemble, s'il vous plaît. Ja. Er ist alt geworden. Er ist enttäuscht. Verzweifelt. Zuweilen konfus. Und vor allem krank. Lebensgefährlich krank. Was er nicht einmal weiß. Falls er hier bei Ihnen, bei einem seiner Besuche in Ihren... Armen sterben sollte. Das allerdings wäre hart. Pour moi. Pour nous. Pour le monde entier. Auch das. Aber Sie hätten ihm nicht die Tür weisen dürfen. Mais. Que voulez-vous donc? Dass er diese wunderbaren, grauenhaften Festspielwochen überlebt, das wollen wir doch beide. N'est-ce pas? Judith. Enfant. Helfen Sie mir doch, indem Sie meine Person in dieser Angelegenheit einfach vergessen. Ich bin in diesen Wochen nicht da. Tun Sie alles, was Sie tun müssen und wollen. Alles, was Richard wünscht. Je vous en prie. Je ne comprends pas, Cosima. Ou bien non. Vous êtes merveilleuse. Ein Opfer bin ich. Das überall und von jedem. Opfer verlangt. Oder wollen Sie etwa meine kleine Judith mit mir über die Emanzipation des Weibes diskutieren? Mais justement vous, une femme comme vous n'a absolument pas besoin de garder toute sa vie une position d'impuissance. Je me soumets. De rester dans l'ombre. Ja, ich unterwerfe mich mit all meiner Energie. Von Ohnmacht ist keine Rede. Übrigens habe ich nicht etwa vorgeschlagen, habe ich nicht einmal angedeutet, hoffe ich, dass wir beide ihn teilen sollten. Weder Richard, noch Wagner. Sie sollen ihn bitte nur gewähren lassen. Für die Dauer der Festspiele. Mais pour qui me prenez-vous? Je ne suis pas une victime, moi. Et je vais du reste continuer à faire réagir, comme je l'entends. Sie werden eine große Rolle in einer noch größeren Geschichte spielen. Und alle seine schriftlichen Botschaften werden Sie bitte lieber gleich vernichten. Tout suite? Merci. Vor 15 Jahren damals, in Paris damals, hätte ich dich, Venus, Venus, ma Venus, venerable, adorée, blessée. Mon petit idiot. Aber jetzt, Judith, fehlen mir schon 7 Schneidezähne. Keine Zähne, kein Biss. Mais tu es jolie, blond, schön et vigoureux. Um mich einmal noch durch deine Seide hindurch zu beißen, auf deine Haut. Aber meine Schneidezähne, ich schäme mich. Ich möchte dich anschauen, aber ich schäme mich. Un petit idiot, et Dieu. Un petit grand Dieu, chéri.
Willst du die Bankauszüge sehen? Nein? Ich habe geträumt, schrecklich geträumt. Es ist auch besser, wenn du sie nicht siehst. Wir sollten uns schämen, dass wir nicht viel eher zueinander gefunden haben. Damals in Paris. Ob die Idiot, ich war damals 15 Jahre alt, hager und knochig wie eine Ziege. Ein Kutschentraum ist immer schrecklich. Und? Ist er diesmal erzählbar? Du bist in einer schwarzen Kutsche durch 13 Palasträume gefahren. Durch 13? Durch düstere, pompöse Räume wie in einem venezianischen Palast. Hinaus ins Freie mit Franz. Du wolltest mich wieder mal verlassen mit deinem Vater. Im Traum? Ja. In deinem Traum, und wir wissen, was Träume bedeuten. Du willst es, du warst es, du willst mich verlassen. Au! Schnapp auf, seufzten sie nicht. Oder geht das mir? Weil ich ja auch für ihre Gesundheit verantwortlich bin. Mit meiner Gesundheit wären Sie nicht fertig. Also, worin besteht das Geheimnis? Madame Judith Gauthier. Ja. Hält ein Abschiedsgeschenk bereit. Mit anderen Worten, Sie hält es bereit. Ja, da Madame heute Abend beim Abschied keine Gelegenheit sieht, es handelt sich um diverse Badeessenzen. Ware aus Paris. Eine Qualität, die der hiesige Handel gar nicht... Schnapp auf, entledigen Sie sich der Wahrheit, halten Sie das Maul. Thank you.
Woran denkst du? Das weißt du. Holzsarg oder Zinnsarg? Cosima, was wäre dir lieber? Cosima. Du bist immer noch darauf aus, mich zu überleben. Aber da wirst du noch eine lange Weile warten müssen. Ich habe beschlossen, mit dir die goldene Hochzeit zu feiern. Mindestens die silberne. Ich möchte unbedingt noch erleben, wie schön du mit 70 bist. Cosima. Was denkst du? Eine Ehe, in der nicht beide in jedem Augenblick so glücklich sind und so müde, dass sie lieber beide sterben möchten, als immer nur gemeinsam weiter und weiterleben. Eine Ehe ohne dieses Bedürfnis und Gefühl, glaube ich, ist nur eine Zumutung, eine Gefangenschaft, eine Schwäche, eine Pest. Ein unendlicher und überflüssiger Erstickungsanfall wäre eine solche Ehe für mich. Ja, aber bevor wir uns eines Abends an den Händen fassen, um endgültig auszuwandern, da hinüber, da hinunter, in die Grube, in die Gruft. Vorher werde ich noch den Parsifal schreiben, wenn du mir es erlaubst, wenn du mir dabei hilfst. Wenn wir deinen Vater rechtzeitig aus dem Haus werfen, dass wir wieder spielen, diesen Weihrauch, diesen schwülen, dünnen Weihrauch. Cosima wird dir helfen. Franz, habe ich ihm gesagt. Die Parsifal werden alle unsere Sünden ausgeglüht. Die Musik. Kein Weihrauch. Glut. Ja, natürlich, hat er geantwortet. Deine Sünden. Und dabei gelächelt. Wie immer. Meine Sünden. Cosima. Wenn du bei mir bist, geht die Welt unter. Wenn du nicht bei mir bist, geht die Welt auch unter. Du bist mein Weltuntergang. So oder so. Dir wird es wieder nicht gefallen, was ich mir anziehe. Dir nicht. Das Unbegreifliche hier wird es getan. Das angenehm Weichliche zieht man gern an. Ja. Genauso, fast genauso habe ich mir es geträumt.
Ein Parsival-Zelt. Ein Gewächshaus aus Duft und Seide. Eine Weltuntergangszauberhöhle. Wir leben in einer eisernen Zeit, da muss man mich ganz weich einwickeln. Aber ich denke manchmal, dass du mich deswegen verachtest. Sag ja. Ja. Wenn du nur wüsstest, wie ich dieses rosa Kissen da drüben nennen werde. Judith wahrscheinlich. Es ist etwas dick in den Hüften, dieses Kissen aus Paris. Aber solange du nicht das ganze Haus Judith nennst und solange du den Parsival schreibst. Aus den Augen, wie? Es ist dir egal, ob ich es ertrage oder nicht. Aber wenn du mir nicht mehr zuschauen würdest, ich gebe es zu, das wäre übler. Schnapp auf! Judith Gautier, Paris. Nehmet hin meinen Leib. Liebe willen. Herr Wagner war schon am Vormittag ein wenig betrunken. Oder schwer betrunken.
Ja, auch. Aber außerdem zwei Pakete. Diesmal zwei. Soll ich Ihnen beide einzeln ausfertigen oder doch besser beide? Die Pakete können Sie gefälligst meiner Frau ausfertigen. Beide. Es handelt sich allerdings um Sendungen aus Paris. Von Madame... Halten Sie das Maul, Schnapp auf! In diesem Hause gibt es keine Heimlichkeiten. Den Brief von Madame haben Sie dabei. Nein, nein, ich will keine Backauszüge sehen. Obwohl sie nicht unerfreulich sind, neuerdings. Hast du wieder geträumt? Ja, einen nicht angenehmen Traum. Judith. Madame Judith Gauthier hat ihren Besuch angekündigt. Und das macht ihr Beschwerden? Von mir aus könnte sie diesmal auch hier im Haus wohnen. Cosima. Damals während der Festspiele, in diesen grauenvollen Wochen, hat mir ihre Sympathie, ihre Wärme... Warte, Details, s'il vous plaît. Aber... Ich habe diese ganze Affäre mit Judith durchgesprochen, schon damals. Ohne alle Details. Also ihr beide, du und sie, ihr habt ohne... Ja. Auch Judith durfte damals gelitten haben. Aber du nicht. Du nicht. Begreifen Sie denn auch Wort für Wort, was Sie da singen, Miss Pringle? You mean... Do you grasp the meaning of every word you sing? Oh ja, I hope I do. Das singt ein vollkommen reines, ein keusches Mädchen. Verstehen Sie das Wort keusch, Miss Pringle, keusch? Falls ich Sie also für Bayreuth engagieren sollte, Miss Pringle, und... Wenn Sie dann im Parsifal singen sollten, Kohom, Kohom, Holger. Ja, nicht so laut, nicht so selbstsicher. Miss Pringle, was Sie begreifen müssen, alle Frauen in meinem Werk sind keusch, vollkommen keusch, auch die Verführerin. No enticing ladies, no ladies d'amour. Sprechen Sie denn, nur weil Frau Wagner zuhört? Wir haben auch zugehört. Heimlich durften wir nicht. Miss Carey Pringle, Madame Judith Gauthier, Frau mal wieder von Meisenburg. Wir werden Sie engagieren. Sie singt sehr erträglich. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Es ist ungerecht. Et que dois-je penser? Pour moi, il demeure un vieil homme merveilleux. Un trauriger. Clown. Arlequin, tu dois mourir. Vous ne connaissez pas ça, Malvida? Vraiment? Doch, ich kenne das. Moi, je connais. Vorsicht, Kleines. Folgen Sie nur dem Licht. Hier. Hier. Erkennen Sie schon was?
die letzten Trümmer meines Rings. Rheingold. Erste Szene in der Tiefe des Rheines. Sie erinnern sich? Sie mit. Schacht schon wieder diese Ratte hier in der Brust. Meuchlings. Geduld. 10 Minuten Geduld. Zartes Legato, bitte, kein Töne stoßen. Komm, komm, holder Knabe, komm, holder Knabe, der zur Wahl und Labe geht mein seliges Leben. Dies, Carrie, ist nur als Musik erlaubt, dieses letzte, dünne, allerletzte Schmachten. I'm sorry, the last time with last rhyme with weak breath to sweet death und so weiter und so weiter und so weiter. Go on, carry des Gartens Ziel. Carry on, nichts! Des Gartens. Unser Grab, unser gemeinsames Grab. Das hat sie ja noch nie gemacht. Sorry, I didn't understand. Oh, go on, Carrie, go on, carry on, carry on. Stop!
eingeschlafen, im Badewasser eingeschlafen. Stell dir das vor. Vielleicht sollten wir unser kleines rosa Todessofa hier in die Badewanne stellen. Im warmen Badewasser stirbt sich so leicht wie irgendwo. Die Japaner, die Samurai, schlitzen sich besonders gern den Leib im Badewasser auf. Wusstest du das? Cosima! Was machst du denn da oben? Gewissensbisse bleiben. Cosima! Was du da oben machst, möchte ich wissen. Ich bin tatsächlich im Badewasser eingeschlafen. Ein schrecklicher Traum. Den Badewannentraum hat dein Vater auch noch begleitet. Seiner schlaffen, spülen Musik. Und er spielt immer noch, oder träume ich schon wieder? Cosima! Ich räume den Parsifal zusammen. Aber? Denn ich möchte nicht, dass irgendjemand hier in Bayreuth, während wir in Venedig sind, diese Zauberhöhle besichtigt. Aber wir kommen doch wieder. Ja, sicher. Nur wann? Und in Venedig sollen ja deine Deckenkissen, Segel und Seiden alle wieder ausgebeutet werden. Wenn ich deine Hand spüre, brauche ich keine Seiden. Wie geht's deinen Augen? Schlecht. Aber die Tropfen scheinen zu helfen. Ich hab geträumt, schrecklich geträumt, und zwar... spielt ja immer noch. Dein Vater spielt immer noch. Geile, müde, eitle, monotone Greisenmusik, eine Leichenmusik. Er soll aufhören, er soll endlich aufhören. Thank you.
Kaiser um so göttliche Augenbrauen hätte wie Sie, Franz? Das hat er selbst gesagt. Das hast du doch, Richard. Wenn Richard ihre Augenbrauen hätte, dann hätte er die Frauen auch hinreißen können, ohne sich irgendwie anzustrengen. Oh, anstrengen musste ich mich schon. Übrigens, Cosima fand meine Augenbrauen nie göttlich, sondern zu animalisch. Das war früher, als ich gern geistreich war. Professor Nietzsche pflegte übrigens zu sagen, es ist inzwischen verboten, den Namen Nietzsche nur zu erwähnen. Er glaubt nicht mehr an Parsifal und nicht an Bayreuth. Natürlich, ich weiß. Nur ich nehme mir noch die Freiheit, diesen Ketzernamen hier auszusprechen. Von Professor Nietzsche, also... Entschuldigen, er ist sehr gereizt. Er hat wieder einen Diätfehler gemacht. Richard verbringt hier wieder entsetzlich schlaflose Nächte. Excusez. Also gut, gut. Man benimmt sich eben, als wäre ich schon tot. Aber Richard! Du widersprichst. Auch du widersprichst neuerdings, als wäre ich schon tot. Ich kann dir gar nicht widersprechen, denn solange du leidest... Ich leide nicht! Nur Komödianten leiden. Willst du mich wieder einen Komödianten nennen? Was bist denn du, eine Heilige? Ich denke, ich sollte besser wieder gehen zu den Gästen. Dein Vater, der sich vor unseren Augen um seinen Verstand ringt, um seinen letzten, schon verdämmernden Verstand... Ich hoffe, du hast wahrgenommen, dass ich dauernd... Wahrgenommen habe ich, mit welchen Blicken, schamlosen Blicken er heute wieder Daniela begutachtet hat. Deine eigene Enkeltochter. Aber gut, 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 gut. Dein Vater wird immer beschützt, entschuldigt. Auch wenn er seine Enkelin, deine Tochter, wahrhaft inzestuös... Richard, bitte. Aber du hast ja zweifellos recht, denn du hattest immer recht. Nein. Du bist die Tugend, du bist eine Heilige. Und ich? Ein Idiot. Ein Genie. Ein Komödiant. Ein Tier. Ein Opfertier. Du bist unschuldig. Unschuldig, das ist alles, was ich weiß. Darum darfst du auch nicht leiden. Du nicht. Segne mich. Segne mich, bevor es zu spät ist. Das Opfertier soll die Heilige. Hör mal. Ach, Kosmas. Segne mich, sofort. Befreie mich aus allem Irrtum, damit ich wieder gut bin. Und was soll ich dazu sagen? Wer gut ist, muss nicht dauernd Gutes tun. So. So. Cosima. Der Segen ist fertig. Was wir machen, was wir beide miteinander machen, es glückt nur alle 5000 Jahre. Oder alle 10.000. Oder es ist noch nie gelungen. Du natürlich hast es wieder vergessen, welchen Jahrestag wir feiern. Heute, am 16. November... Vor 14 Jahren... ...bist du durch dieselbe rote Portiere, wenngleich durch eine andere Tür, endgültig in mein Leben, vor 13 Jahren, Cosima. Wie du willst. Wie du willst. Ich widerspreche auch nicht mehr. Aber ich darf doch die 14 Kerzen anzünden? Thank you.
Miss Pringle? Ich glaube, wir wagen es. Kommen Sie bitte mit. Der Meister ist vorbereitet. Ihr Kostüm ist 13. Ich musste Ihren Besuch ankündigen. Eine Überraschung wäre unzumutbar in seinem derzeitigen Zustand. Alles heizt ihn. Das schlechte Wetter ist schuld, hoffen wir. Es wird ihn freuen, dass Sie in der Zwischenzeit so hübsch Deutsch gelernt haben. Ihr Kostüm ist 13. Haben Sie Angst? Ja, ein bisschen. Nein, sehr. Aber nicht doch. Wovor? Da ist sie. Da schleichen Sie also durch Venedig, sorgfältigst verkleidet, wie ich sehe. Und hatten allen Ernstes vor, nicht vor mir zu erscheinen. Carrie. Wir beide sind im letzten halben Jahr sehr alt geworden. Sie aber auch. Man sollte mir glauben, was niemand weiß. Ich habe an diesem Tag inständig versucht, ihm nachzusterben. Und in den ersten Stunden lebte ich in dem Wahn, es gelingt mir. Ich wollte nichts mehr wollen. In Indien halten die Heiligen den Atem an, löschen sich selbst den Puls aus, ohne alle Gewalt. Unser Lebensziel war der gemeinsame Tod. 14 Jahre hatte ich Zeit, mich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Ihn zu überleben war eine Katastrophe. 100 Jahre wollte er alt werden, das sagte er noch vor 3 Tagen. Und jetzt? Nicht einmal 70. Nicht einmal 70. Seine ganze Familie wollte er auf dem Totenbett noch zum Lachen bringen. Das hat er uns auch versprochen. Der Narr. Und jetzt? Würde er an meiner Stelle jetzt lachen? 14 Jahre, 2 Monate und 4 Wochen hat es gedauert, unser Zusammenleben. Keinen Tag länger. Ich habe es nachgezählt. Jeden Abend. Aber selbst ich war nur selten so verblendet, so fantasielos. Diese 14 Jahre schlicht weg. Ein Glück zu nennen. Diesen ständigen Kampf.
Unsere unermüdliche Nachsicht, diese furchtbare Unzertrennlichkeit. Gemeinsam sterben, wie hatten wir uns das nur vorgestellt? Schwärmerei. Nichts hatten wir uns vorgestellt. Wollten wir uns etwa in den Händen fassen und einfach fallen lassen in die Grube, in die Gruft? Oder von unserem rosa Sofa sanft, kopfüber ins warme Badewasser? Wie kindisch. Lächerlich. Zunächst dachte ich wirklich, dieses Weiterleben, dieses Richard-Wagner-Überleben wäre die Schande meines Lebens. Eine Blamage und Katastrophe. Aber ich war einfach kräftiger als er. Immer. Nichts konnte mich umbringen. Nicht einmal ich selbst. Ich hoffe nur, ich habe es ihn nicht zu oft, nicht tagtäglich spüren lassen, wie stark ich war. Wie viel stärker als er. Und dass ich leben wollte, leben würde, weit über ihn hinaus. Schließlich, 14 Jahre lang habe ich Richard Wagner das Leben gerettet. Aber als nichts mehr zu retten war, hat sein Tod mich zum Leben verurteilt. Zu einem herrlichen Leben übrigens. Ein halbes Jahrhundert lang. Nein, dieses neue, zweite Leben ein Unglück zu nennen, das wäre eine Dummheit. Eine Undankbarkeit. Eine Geschmacklosigkeit gewesen. Eine fromme Lüge.